Heute machen wir ja diese Dinkel-Skier-Laugenbrötchen. Und wenn du wissen willst, wie das Rezept geht, dann bleib jetzt einfach dran. Die Zutaten und Mengen stehen ja unterm Video in der Infobox. Und zwar, wir fangen an mit Mehl, beziehungsweise es ist egal, mit was wir anfangen, weil wir geben jetzt alle Zutaten zusammen in die Schüssel. Und zwar, ich nehme ja jetzt das Dinkelmehl 630. Dann geben wir dazu Backpulver, Salz. Könnt ihr auch jetzt schon mal ein bisschen miteinander vermischen. Dann jetzt unsere trockenen Zutaten. Dann nehmen wir Skier. Dann etwas Wasser und etwas Leitbutter sozusagen. Ich nehme da immer ganz gerne die, weil die auch schön nach Butter schmeckt. Also ich meine damit, andere schmecken mit Sicherheit auch nach Butter, aber bei der, da muss man wirklich nur ganz wenig nehmen und es schmeckt halt voll intensiv nach Butter. Und das müssen wir jetzt einfach ordentlich verkneten. So, jetzt brauche ich etwas Mehl, weil der Teig etwas klebt. Dann tun wir uns das Ganze einfach portionieren. So, und wenn wir das haben, dann gebe ich das Ganze jetzt kurz ins Gefrierfach. In der Zeit tun wir uns dann unser Natron vorbereiten. So, das Wasser ist jetzt schon ziemlich heiß, also es dampft schon. Gebe ich jetzt mal vorsichtig Natron rein, weil das schäumt dann immer, deswegen vorsichtig. Wie gesagt, die Brötchen waren jetzt kurz im Gefrierfach. Und da lasse ich die jetzt einfach so 10 bis 15 Sekunden so drin. Dann lege ich das Ganze aufs Backblech. Der Ofen ist jetzt auch vorgeheizt auf 180 Grad Umluft. So, jetzt schneide ich das noch ein bisschen ein. Jetzt haben wir hier noch Salz. Und dann geht es auch schon ab in den Ofen. Ja, das sind jetzt unsere Brötchen, die waren bei mir so 21 Minuten, 22 Minuten ungefähr im Ofen. Einfach da auf den eigenen Ofen so ein bisschen achten. Und ich habe es jetzt ein bisschen abkühlen lassen, sie sind aber noch leicht warm. Und jetzt schneiden wir einfach mal eins auf. So sehen sie schon mal aus. Und ich beiße da jetzt einfach so mal rein. Mmh. Super leckere Laugenbrötchen. Oh, mega. Also ich kann nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken. Und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss.